In Assassin's Creed Odyssey gibt es jede Menge verschiedene Wege, Geld zu verdienen, und ich zeige euch heute den besten. Damit werdet ihr auf jeden Fall richtig reich. Es gibt wirklich viele verschiedene Wege, um viel Geld zu machen, zum Beispiel Conquest Battles, Schiffkampf, normales Questen, Schatzsuchen, aber ich zeige euch heute den wirklich besten Weg, mit dem ihr richtig reich werden könnt. Das finden wir an der Nachrichtentafel. Wir gehen jetzt einfach mal gemeinsam dahin und nehmen ein paar Aufträge an. Wie ihr seht, hier ist schon einiges zu finden und wir achten auf Folgendes: Kopfgelder. Kopfgelder haben immer ein legendäres Belohnungssymbol, das sind diese goldenen Goldsäckchen, also quasi gelb hinterlegt. Das bedeutet, wir kriegen richtig viel Kohle dafür. Das benutzen wir jetzt, um super reich zu werden. Wir schauen uns jetzt an, wo die Quest genau in unserem Questlog zu finden ist. Und dafür scrollen wir einfach hier links runter, Kopfgelder und Aufträge, und suchen uns dann irgendeinen raus. Ich empfehle euch natürlich einen, der relativ nah zu finden ist. Hier haben wir in der Nähe einen Söldner, 124 Meter. Dafür haben wir jetzt einen Tag lang Zeit. Den brauchen wir natürlich nicht, sondern gehen einfach mal sofort dahin. Teilweise sind die Söldner wirklich mobil. Deswegen empfehle ich euch immer, euer Pferd zu benutzen, um dahin zu kommen. So könnt ihr sicherstellen, dass die euch nicht abhauen. Ihr seht, ich komme jetzt hier gerade immer näher. Der ist aber eben schon ein bisschen weggerannt. Deswegen auf jeden Fall beritten unterwegs sein, außer der ist halt um die Ecke. Ihr merkt sicherlich, mein Pferd ist hier auch wieder in der Stadt etwas langsamer als draußen. Und der Kopfgeldjäger ist gerade draußen unterwegs. Deswegen ist er noch ein bisschen schneller als ich. Aber jetzt sehe ich ihn schon. Das heißt, ich kann aufholen, ihn dann mit ein paar Pfeilen ablenken, dass er stehen bleibt. Und dann werde ich versuchen, ein paar Headshots zu setzen. So, der Kopfgeldjäger ist jetzt grundsätzlich in Schussweite. Deswegen schieße ich einfach mal neben ihn. Das hat ihn schon abgelenkt. Und jetzt geht der Kampf los. Und ich probiere ihn jetzt zu exekutieren. Hat geklappt. Und wir bestätigen jetzt den Tod. Und schauen mal, was der für uns bereithält. 4000 Drachmen, ein paar weitere Edelsteine, noch mehr Drachmen und direkt noch einen neuen Söldner auf der Karte entdeckt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde jetzt noch einen zweiten Söldner killen, damit ihr seht, dass es auch wirklich richtig viel Kohle gibt, und zwar immer. Dafür suche ich mir jetzt hier den nächsten Söldner auf der Karte raus. Ich nehme mal hier schnell die Schnellreise, dann bin ich ein bisschen schneller da. So, jetzt wurde ich hier nochmal eine Runde abgelenkt, und zwar von einem anderen Söldner. Ist aber auch kein Thema, den hier schnell platt zu machen. Das war leider kein Kopfgeld, aber gab auch eine Menge EP. Jetzt schalten wir den Politiker gemeinsam aus, und ich meine, überlegt mal, wir haben gerade in 2 Minuten über 4000 Drachmen gemacht. Das Ganze jetzt wahrscheinlich dann nochmal, und rechnet man das auf eine Stunde hoch, dann ist das extremst viel. Die Söldner kommen ja auch die ganze Zeit nach, wechselt die Gebiete einfach schnell mit einer Schnellreise und schon könnt ihr einfach richtig viel Kohle machen. Hier ist jetzt noch eine Level 46 Söldnerin in meiner Nähe, die werde ich wahrscheinlich eher nicht schaffen können. Aber, naja, dafür level ich halt noch ein bisschen aus. Hier ist der Politiker. Einfach einen sauberen Headshot gleichsetzen, wenn er im Schussfeld ist. Und das war's. Tod schnell bestätigen. Wir können den Tod easy bestätigen. Und kriegen nochmal 4000 Drachmen. Auf jeden Fall extremst lohnenswert. Dazu gibt es noch eine Gravur. Auf jeden Fall macht ihr so richtig viel Asche. Ihr könnt natürlich auch im Schiffkampf richtig viele Drachmen verdienen. Das ist selbstverständlich klar. Das Problem da ist natürlich, das dauert ein bisschen länger einfach. Ich meine, 4000 Drachmen in locker 2 Minuten. Ich wechsle jetzt nochmal das Gebiet, mache das noch ein paar Mal, und ihr seht, ich habe einfach schon 250.000 von diesen Drachmen. Das Ding ist natürlich, auf einem niedrigen Level kriegt ihr weniger Drachmen, auf einem hohen Level kriegt ihr sehr viel mehr. Ich freue mich auf euer Feedback dazu. Habt ihr damit auch so viel Geld verdient wie ich, oder findet ihr eher, dass es ineffizient ist? Seid ihr vielleicht zu langsam im Töten der Söldner? All das könnte sein. Wir sehen uns im nächsten Video zu Assassin's Creed. Bis zum nächsten Mal. Euer Fragnard.